Sehr geehrte Präsidentin, ich danke der Berichterstatterin für diesen Jahresbericht und begrüße die Kernforderung nach einer unabhängigen europäischen Waffenkontrollbehörde unter der Schirmherrschaft der Hohen Vertreterin der Europäischen Union. Ich bedauere ebenfalls, wie im Bericht beschrieben, dass lediglich 21 Mitgliedstaaten mit Daten umfassend zum 16. Jahresbericht beigetragen haben. Leider ist Deutschland ebenfalls noch nicht mit dabei. Die dringend notwendige Europäisierung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik und das anzustrebende Pooling und Sharing von Rüstungsprodukten muss aus meiner Sicht mit der Schaffung von gemeinsamen und restriktiven Standards in der Exportpolitik einhergehen. Dabei müssen wir sicherstellen, dass bereits bestehende nationale Exportrichtlinien nicht gelockert werden. Es kann nicht sein, dass wirtschaftliche Interessen oder die finanzielle Basis für Rüstungsforschung als Antrieb dafür dienen, möglichst viele Waffen außerhalb der EU zu exportieren. Deshalb sollten wir in der Pooling- and Sharing-Debatte die Frage einer öffentlichen Kofinanzierung von Rüstungsgütern mitbehandeln. Waffen in Kriegs- und Krisengebiete oder Staaten zu exportieren, in der die Menschenrechte nicht garantiert sind oder entwicklungspolitische Projekte in der EU zunichte gemacht werden, widersprechen einer kohärenten Außen- und Handelspolitik. Nur wenn gesichert ist, dass europäische Waffen nicht in die falschen Hände geraten, können wir es verantworten, etwa Projekte der Verteidigungsforschung aus EU-Mitteln mitzufinanzieren. Ich teile die Sorge des Berichts, dass die EU-Ausfuhrkontrollen mit der Lizenzfertigung in Drittstaaten oder mit Niederlassung von EU-Unternehmen umgangen werden können. Ich befürworte daher den Ansatz der deutschen Bundesregierung, dass die Weitergabe von Lizenzprodukten von Handfeuerwaffen an Drittstaaten in Zukunft verboten wird. Ich befürworte ebenso das Ziel des Berichtes, den Sachverhalt im europäischen Vergleich im nächsten Jahresbericht mit aufzunehmen. Dass die deutsche Regierung Unternehmen in der Rüstungsindustrie bereits Förderprogramme anbietet, um mit ihrer technischen Intelligenz etwas anderes als Waffen herzustellen, ist neben der erhöhten Rüstungsexportkontrolle ein Schritt in die richtige Richtung. Ein Schritt, dem biblischen Bild vom Schwerter zu Pflugscharen näher zu kommen. Herzlichen Dank.